Wo will die hin? Weiß ich nicht. Mach die weg! Wow! Okay, Waffen sind also deutlich besser. Besser, da höre ich noch einen Zombie. Ja, der kommt dann Berg runter. Vorsicht. Wow. Ich hab verfehlt. Ich hab nichts mehr drin. Ach, ich lade mal nach, ne? Jojo, ich so. Lenk den mal ein bisschen ab. Ich bin nicht so ein guter Schütze, wie ich dachte. Vielleicht liegt's auch am Server. Verflucht. Man weiß es ja nicht. Ach, uff, das Ding. So ein großes Ding und nichts drin. Hier sind Schuhe drin. Das wundert mich aber nicht. Ich habe eben so Gummistiefel habe ich mir angezogen. Aber ich glaube, ich bin auch nicht mehr nass oder so. Hier liegt was zu trinken. Ich trinke das mal schnell. Mach das. Er ist zwar nicht durstig, aber... Nee, aber mach so lange, bis du hydrated bist, dann ist am besten. Genau. So, was ist hier drin? Hier ist noch was zu trinken. Komm, auf. Gib ihm. Badly damaged. Ach, das macht doch nichts, sofern das drin noch in Ordnung ist. So. Da steht ein... Ach, da vorne bist du, glaube ich. Oder ja. Ist es ein Zombie, der da... Nee, ich bin hinterm Auto. Hier. Hallo. Hallo. Geh mal weiter, oder? Ja, sicher. Also ich meine, die Sicht wird immer besser. Dann hängt es tatsächlich an dem Nichts Blutmangel. Essen oder, ja gut, ja. Durch das Essen kann man auch Blut wiederherstellen oder wird die Blutregeneration besser. Aber ich habe jetzt aber auch nicht irgendwie so ein Dings, wo Healing drin steht. Nee, das wird glaube ich auch nicht angezeigt. Also Healing weiß ich. Also das hatte Sarazar letztens. Okay. So ist das Part 61 oder sowas. Ach, ich guck das ja nicht. Ich guck das auch nur mal so zwischendurch mal so gucken, was da so passiert. Und er wurde halt angeschossen. Und ja, dann hat er sich noch irgendwie verbinden können. Und dann stand da Healing. Oh, es werden wieder ein paar mehr. Mehmet Khan, Tester Bobo. Das heißt, wir müssen wieder ein bisschen achtsamer sein. Ja, ich geh mal gerade nochmal ins Dingsmenü. Und ich muss mal meine Mausintensivität. Dings. Die Beweglichkeit. Die, ja, ändern. Die Sensibilität. Sensibilidididi. Trollolol. Ich genau. Empfindlichkeit heißt auf Deutsch. Ja. Sensibilität. Was hatte ich gesagt? Ich weiß nicht, du bist zu Sensi gekommen und dann kam nur noch Billy, 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 Billy. Billy, Billy, Billy. Wollen wir hier irgendwas gucken? Nö, ne? Weiß nicht. Das sieht jetzt nicht so aus, als gäbe es hier irgendwie was. Hier steht nämlich eins. Autos sind mir interessant. Gut, ich laufe dann ein Stück weiter und gehe schon mal... Ach, komm, ich guck mir das eine Häuschen da an. Wo findet man eigentlich Pfeile? Tja, das ist... Weil ich habe 6 Stück. Die lagen beim letzten Mal einfach so auf dem Boden. Okay. Das geht, glaube ich, nicht auf hier, genau. Hier in dem Haus ist ja gar nichts, echt. Oh, hier ist ein kleiner Shop. Also, was heißt ein kleiner Shop? Halt so ein kleiner Straßen... Dings. Ich glaube, da liegt auch Zeug drin, ne? Da liegt eine Tomate, könnte das sein. Eine Ach, du bist in dem da. Ich habe mir den anderen angesehen derweil. Eine Rotten Tomato lag da, aber Rasputin haben wir. So, nochmal eine Rotten Potato. Und was zu trinken. Komm, trinken. Trinken. Hallo. Hallo. Ist hier drüben, kann man da auch rein? Nein, das ist nur so ein Ding. Sorry, ich guck mal gerade. Ein Schuppen. Ich guck mir mal das grüne Häuschen, das da so... Und Schuhe.
Das ist die Notfallausrüstung für jeden Sadomasochisten. Ja. Ein Eimer. Ui. Kannst du den nehmen? Ich bin energized und hydrated. Und, ja, das, nur vom, und das nur vom Cola trinken. So, ich gucke mir jetzt noch das grüne Herrenhaus hier an und dann können wir gerne weiter. Was liegt denn hier Schönes? Ein Mützchen. Ich gehe mal noch hier in das Haus rein, in der Zeit, wo du da am rum deinem Ding bist. Da lag auch, glaube ich, irgendwas auf dem Boden. Oh, da, die will ich haben. Das, was da liegt, das will ich haben. Was ist das? Handschuhe. Oh. So, jetzt habe ich auch Handschuhe. Mal wieder. Sind das Docks? Was meinst du, wie oft falle ich heute irgendwo runter? Weiß ich nicht. Ich hoffe gar nicht. Das hoffe ich auch, aber wir wissen beide, dass das nicht funktionieren wird. Ja. Ich habe mir jetzt Jungle Boots genommen. Autumn Hunter Pants. Ich habe Summer Hunter Pants und die sind mehr grünlich. Die lasse ich mal an. So. Ich habe das Haus mal auf die Schnelle ausgeräumt. Vermutlich habe ich wieder 60% übersehen. Ich guck noch gerade, ich bin sofort da. Ich kann dich sehen. Kannst du gar nicht. Kann ich sehr wohl, du bist in dem Haus da. Jetzt nee. Nicht mehr. Jetzt hängst du am Zaun. So, wir müssen weiter. Hier ist noch eine Quelle, aber brauchen wir nicht. Was ist das denn? Kann man da rein? Ich hätte jetzt auf den ersten Blick gesagt, das ist eine Krypta. Da liegt was. Eine Rohrzange. Also. Und ein komisches Kreuz. Ja, ein gut. Kreuz mit Kreuz, Kreuz, Kreuz. Kann man davon irgendwas mitnehmen? Sieht nicht so aus. Hm? Irgendwie so ein Kreuz von Zombies? Du verwechselst es mit Vampiren. Ich weiß, aber es kann ja auch bei Zombies funktionieren. Ja gut, nur fest genug in den Kopf rein, dann geht es auch. Die Häuser hier sind schon schön, aber nee, wir bleiben standhaft. Ich meine, die haben das geändert, also ein bisschen die Häuser. Ich meine, das da ist auch neu, so ein Transformatoren-Ding oder was es ist. Sowas habe ich aber schon gesehen. Nicht unbedingt hier, aber woanders halt. So, ich gehe mal ein bisschen hier mehr auf den Berg rauf. Einfach nur, damit ich nicht mitten auf der Straße laufe. Weil das mache ich ja recht gerne. So, wir sind zu fünft. Ich wette mit dir, die anderen drei sind beim Dings. Beim Airfield. Ja. Hast du jetzt schon ein schlechtes Gefühl? Mhm. Ja? Mhm. Sollen wir dann vielleicht nicht gleich das Airfield überspringen? Mhm. Das ist ein PvP-Server, kann das. Ist das richtig? Ja. Ja, dann. Ich habe eine Knifte. Ich habe einen Bogen, also eine Armbrust. Boah, das wäre ja mal fies. So auf die Ferne, ziemlich lautlos, zack und weg. Ja, vor allem, ich glaube, du kriegst das auch nicht mit, wenn du nicht getroffen wirst. Du hörst ja nichts. Ja. So, das Auto stand auch mal nicht hier. Nicht drin. Da, da, da. Hoffentlich richtig. Ich meine schon, ja. Komm mal zu dir darüber. Ich meine, einen Zombie gehört zu haben. Scheiß auf Zombie. Also hinter uns sehe ich mal nichts. Vor uns auch nicht so wirklich. Eine wunderschöne Landschaft. Naja. Ach, ich finde es schön. Aber es scheint kalt zu sein. Mal wieder. Ja. Ich frage mich, wann das dazu kommt. Ich friere. Ich schwitze. Mir ist warm. Mir ist kalt. Ach, wann sind wir endlich da? Ich habe Hunger. Also ich kann den Zombie sehen, der uns verfolgt. Echt? Der ist aber weit, weit abgeschlagen. Da hinten. Der gibt schon irgendwann auf, oder der holt uns ein. Häschen. Häschen? Wo? Häschen. Hinter dir, pass auf. Hat er dich jetzt getroffen, weil ich das Häschen angucken wollte? Ja, ich glaube schon.
Boah, ich sehe nichts. Brauchst du Hilfe? Nö, nö, passt schon. Ich gehe mal ins Grafikmenü gerade. Das ist echt extrem geworden. Mit dem Verschwommenen da, wenn man getroffen wird. So, wo ist mein Häschen jetzt hin? Der Zombie hat das Häschen verscheucht. Ich habe kein Häschen gesehen. War das direkt vor dir? Das stand direkt vor mir, ja. Da war kein Häschen. Also sind die immer noch nicht synchron. Ich habe kein rot. Ich habe ein rotes Kettchen. Und ich laufe mal weiter. Und ich rüste mal, glaube ich, meine Armbrust aus. Bist du noch da? Ich bin neben dir. Ach, da, ja. Ich habe mich im Wald versteckt. Ja. Ich bräuchte auch mal einen anderen Rucksack. Deiner ist okay, deiner ist halt so bläulich, meiner ist rot. Ich hätte gerne einen grünen, wenn ich den. Ja, mir wird auch nur ein 30er, wird mir reichen. Ach, richtig, da gab es ja noch die großen. Ja, es gibt ja diesen 35er, die es halt in normalen Farben gibt, und dann gibt es noch den 30er, der so Militärfarben ist. Mhm. Und ich hoffe, wir finden eine schutzsichere Weste. Falls sie als schutzsichere Weste fungiert und nicht einfach nur als Kleidungsstück. Ja gut, bei mir steht jetzt hinten drauf nicht Press, ne? Aber man kann zumindest, nicht lesen. Ich könnte später mal meinen Rucksack ausziehen. Nee, also das war eine blaue. Ah, okay. Die sah halt auch wirklich aus wie eine schutzsichere Weste. Ob es jetzt wirklich eine war, weiß ich nicht. So, ich glaube, wir müssen da nach rechts. Ich wollte gerade fragen, sind wir bald da? Ja, wir müssen nach rechts. Und ich kletter nicht da oben drauf. Da war ja auch nichts. Genau, weil da nichts war. Ich häng am Busch. Was soll das jetzt heißen? Dass da eine Pflanze im Weg stand. Gut. Wo du wieder hindenkst. Schrecklich. Ich kann noch nichts dafür. Hallo, lauf doch mal! Wo sind wir denn hier? Daisy, du sitzt in Deutschland, ich bin in Deutschland. Die Bundesländer verrate ich jetzt mal nicht. Oder das Bundesland. Also ja, von mir aber nicht. Alles geheim. Er weiß nicht, dass dann da plötzlich Leute vor der Tür stehen. Hallo. Hallo. Was wollt ihr hier? Geht weg. Ist das da drüben schon? Ja, ne? Das ist da drüben? Ach, ich kann ja jetzt mal meine... Ach, ja! Dazu muss ich ja aufstehen. Moment. In welche Richtung wollen wir da? Da! Ja, das ist schon das Airfield. Wollen wir jetzt geradeaus drauf zulaufen? Ja. Ist ja auch mitten in der Pampa. Was sind denn die Bäumchen hier halten? Who knows? Ich hoffe, ich laufe richtig, weil ich sehe es nicht. Doch, da. Also so auf 2 Uhr etwa, gleich 3 Uhr, ist das kleine Eingangshäuschen, das da immer am Tor steht. Aber da konnte man, glaube ich, eh nicht rein. Da konnte man nicht rein, ne, da gab es auch nichts. Also da gibt es bestimmt viel. Vielleicht liegen da die Schätze von Fort Knox drin, aber man kommt halt nicht rein. Ich meine, was willst du hier schon mit Gold auf den Zombie werfen? Genau. Irgendwie läufst du geduckter als ich. Gebuckter? Vielleicht, weil du keine Waffe hast. Sondern so ein dreckiges Paar Ferngläser. Also ich kann mal keinen erkennen da. Das ist schön. Rumstürzen. Was? Tümpelwasser. Ja, ich bin mal nicht nass, aber ich bin nicht hydrated. Das heißt, ich würde mir gleich mal ein bisschen Wasser in den Kopf hauen. Wenn ich nicht gleich schon sterbe. Du machst mir so langsam Angst mit deiner Vermutung hier. Mit deinem Gefühl. Das ist nicht schön. Ja gut, wo soll man denn sonst hin?
Weiß nicht. Uns nackig ausziehen und auf dem Feld rumspringen. Rumrollen.